Als hauseigene Tuning-Version seines Geländewagens bietet Porsche jetzt den Cayenne GTS an. Der 405 PS starke Allradler mit Saugmotor schließt die Lücke zwischen dem Cayenne S und dem aufgeladenen Cayenne Turbo. Dank seines niedrigen Schwerpunktes legt er bei der Kurvenfahrt noch etwas mehr Dynamik an den Tag als seine höher gebauten Brüder. Der GTS folgt optisch dem Cayenne Turbo. Das Tieferlegen um 24 mm, größere Lufteinlässe an der Front und breiter ausgestellte Kotflügel sorgen jedoch für ein eigenständiges Design innerhalb der Cayenne-Familie. Das SUV ist 4,80 Meter lang, 1,68 Meter hoch und rollt auf großen 21 Zoll Leichtmetallrädern. Er ist sportlich und dynamisch und gleichzeitig komfortabel. Standesgemäß fügt sich die Innenraumgestaltung in das sportliche Konzept ein. Leder für die Verkleidung der Armaturentafel und der Türen sowie für die Sitze verbreiten ein edles Flair. Die serienmäßige Sporttaste neben dem Schaltknauf sorgt für noch mehr Power, wenn ein Überholvorgang schnell zum Abschluss gebracht werden muss. Die Sitze mit hohen Wangen und die ebenfalls stark konturierten Rücksitze sorgen dafür, dass die Insassen bei hohen Kurvengeschwindigkeiten auf ihrem Platz bleiben. Dazu tragen auch die rutschfesteren Sitzflächen aus Alcantara bei. Außerdem sorgen die serienmäßigen 6 Airbags und das ESP für passive Sicherheit. Herzstück ist auch bei diesem Porsche der Motor. Der 8-zylindrige 4,8 Liter Benzinmotor des GTS stammt aus dem Cayenne S, verfügt aber über 20 PS mehr Leistung. Sein maximales Drehmoment liegt bei 500 Newtonmetern an. In Kombination mit dem manuellen Sechsganggetriebe und einer verkürzten Achsübersetzung wird das 2,2 Tonnen schwere Gefährt in 6,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 katapultiert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 253 km/h. An Bord befindet sich eine spezielle Offroad-Technik, wie etwa eine Geländeuntersetzung. Gleichzeitig wird der Gegendruck der Sportabgasanlage verringert und der Sportmodus des Fahrwerks mit aktiver Dämpferregelung aktiviert. Erstmals kann beim neuen die Stahlfederung mit dem Porsche Active Suspension Management PASM kombiniert werden, das bisher den Sportwagen der Marke vorbehalten war. Kritiker bezeichnen den GTS als mehr SUV denn Geländewagen. Aber das ist so gewollt. Hier hat sich Porsche von Kundenwünschen leiten lassen und die Zahl der Vorbestellungen gibt dem Hersteller recht. Wer heute einen GTS bestellen will, muss jetzt schon bis zu 6 Monate auf die Lieferung warten. Die Auslieferung der ersten Exemplare beginnt im Februar 2008 zu Preisen ab 76.725 Euro.